Das ist er, der Glühweinkeks. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch gleich. Hi Freunde, was machen wir heute? Heute machen wir Weihnachtsmenü Teil 3. Und zwar machen wir Glühweinkeks. Die Zutaten dazu haben wir hier. Und zwar haben wir hier erstmal Backpulver mit Zimt, dann haben wir Backkakao, dann haben wir Glühweinlasur, dann haben wir Himbeercrunch, Schokoraspeln, Zucker, verlaufene Butter, Mehl, Praline, Schokopraline, zwei Eier und natürlich Glühwein. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Platz und dann machen wir weiter. Jetzt nehmen wir die geschmolzene Butter und machen die Eieren einmal zweimal, dann nehmen wir die Rehbeeren und du fang jetzt mal langsam an zu schlagen, genau, und machen langsam erstmal die Zucker drin. Ja. Und ich bin das jetzt erstmal schaumig schlagen. Ein bisschen mehr. Ja, jetzt haben wir das schön schaumig geschlagen. Ja, jetzt stellen wir das schön auf die Seite. Zack, einmal. Und holen wir jetzt das Mehl her. Zimt und Kakaopulver. Und das tun wir jetzt runterrühren. Fangen wir mit dem an. Einmal. Jetzt nehmen wir noch Kakao. Und schlagen das auch noch da runter. Ja, das reicht schon. Zack. Jetzt nehmen wir wieder Teig rüber und machen das drin. Zack. Und rühren das auch ohne. Hoppla, hoppla. Langsam. Wie man sehen kann, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt den Teigschaber genommen, für weiter zu machen, weil mit dem anderen das hat einfach nicht funktioniert. Aber mit dem funktioniert das astrein. Jetzt gehen wir hier und machen erstmal nur die Hälfte an Glühwein rein. Und tun das natürlich erstmal schön unterreiben. Schön langsam. Da. Ja, es geht. Ah, riecht das geil. Ja. So, jetzt machen wir noch einen Schluck drin. Zack, das reicht schon. Und rühren das jetzt auch noch runter. Oh, was ein geiler Duft. So, das funktioniert. Ah, sieht das schon mal gut aus. Gut, jetzt machen wir noch die Schokoraspel drin. Schön ein bisschen verteilen. Und jetzt schön leicht ohne Reibe. So. Zack. Gut. Ich jetzt sagen, so reicht das schon. Zack. Jetzt hole ich mal die Backform her. Ja, wie gesagt, das sieht gut aus. Oh, rieche du das richtig gut. Und nimm den Löffel und mach erstmal ohne bisschen rein. So. Dann nehmen wir Schokopraline. Machen die so schön hier. Und füllen dann 2 Drittel voll.
bisschen aufpassen. Einmal. Weil der geht hier noch hoch. So, das mache ich jetzt bei alle gar. Und dann hole ich euch wieder dazu. Ah, der letzte auch noch. Auch noch ein bisschen. So. So, nee, da geht noch ein bisschen auf die Seite. So ungefähr gleich sind. Gut, das wär's. Das hätte man mal. Dann würde ich sagen, die Grill haben wir auf Hof gehalten. Ja, auf 160 Grad. Das stellen wir jetzt mal drauf. Kommen wir mit. Temperatur haben wir hier. Jetzt gehen wir hier und machen das in die Mitte rein. Links und rechts haben wir an. 160 Grad. Ungefähr 20, 25 Minuten. Dann würde ich sagen, dann gucken wir nochmal rein. Circa 25 Minuten haben wir jetzt drauf. Dann gucken wir nochmal rein. Oh ja, die sehen gut aus. Ja. Ne, die sind gut. So, ich würde sagen, die holen wir jetzt runter. Ich lasse aber jetzt so 5 Minuten abkühlen. Da ziehen sie sich die Klee ein bisschen zusammen. Wenn sie ein bisschen zusammengezogen sind, kann man sie besser rausholen. Dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe den Klee ein bisschen abkühlen gelassen. Jetzt gucken wir mal, ob ich es... Ja, es ist eigentlich locker, genau. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es nicht kaputt mache. Steht da drin. Haha, funktioniert. Zack, das nehmen wir so hin und nehmen wir ein bisschen den Streusel und ein bisschen drauf. So. Dann nehmen wir die Glasur, tun wir ein bisschen mischen und dann einfach so ein bisschen drüber. Zack. Und von den Himbeergeld. Zack, das war's schon. Und jetzt noch Belgier Eis dazu. Und dann würde ich sagen, wäre das perfekt. Aber jetzt kommt's. Jetzt machen wir den klassischen Mittelschnitt und gucken, ob die Praline innen drin flüssig ist. Weil das weiß ich nicht. Das machen wir so auf. Ja, ganz flüssig ist es noch nicht. Ja, so ist aber schon gut. Also ich würde sagen, damit kann man gut leben. Man sieht, die ist flüssig. Was machen wir natürlich jetzt? Probieren natürlich so ein Stückchen. Boah, riecht das so geil. Oh, unheimlich süß. Der Glühweingeschmack kommt da raus. Boah. Oh yeah. Also ich würde sagen, vollkommen gelungen. Als Nachspeise genial. Das Rezept dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich mir wieder Abo und Like freue, euer Heiko von Heiko's Barbecue.